Hallo, ich bin Beatrice, bin 15 Jahre alt und ich komme aus Osnabrück. Mir macht Tanzen richtig viel Spaß, deshalb habe ich auch so viele Tanzarten ausprobiert. Allerdings hat mich seit letztem Jahr K-Pop richtig gecatcht, weil ich die Musik und die Choreografien richtig liebe. K-Pop ist mega im Hype. Ich meine, jeder kennt BTS. Ja. Blackpink war sogar Headliner bei Coachella. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung von K-Pop, aber dein Outfit ist auf jeden Fall schon ziemlich cool. Gehört das so ein bisschen dazu? Ja klar, also die ziehen sich immer sehr auffällig an und das gehört einfach dazu, wenn man deren Choreos tanzt. Mhm. Okay, dann ich habe es ein bisschen versucht. Also erstmal, ich finde deine Frisur richtig cute. Das Dankeschön. Das ist einfach meine Favorite-Frisur von den ganzen K-Pop-Idolen. Beim Outfit ein bisschen mehr Glitter, Bam, so ein bisschen mehr Action. Das muss ja also Eyecatcher haben und so. Da hättest du dir doch ein bisschen mehr Mühe geben müssen. Aber heute geht es ja eher um dich und um K-Pop-Tanzen. Ja, genau. Wir treten einen Wettbewerb an als eine K-Pop-Gruppe, als eine Formation, würde ich eher sagen. Wir hatten davor schon viele Auftritte und so, wie zum Beispiel auf der Maiwoche oder auf Abibällen. Aber das ist ein richtiger Wettbewerb jetzt. Wir können leider nicht dabei sein, aber Beatrice vloggt für uns. Hallo, wir sind Bleibt bis zum Ende dran, dann seht ihr das. Ich wünsche euch natürlich ganz viel Glück bei eurem Contest. Dankeschön. Das wird bestimmt sehr cool. Was unterscheidet K-Pop eigentlich von anderen Stilrichtungen? Der erste Unterschied ist natürlich die Musikart. Also es ist eine Mischung aus Koreanisch und Englisch. Wegen der Tanzrichtung, da würde ich sagen, ist es auch eine Mischung. Manchmal ist es sehr Hip-Hop-mäßig, manchmal aber auch sehr elegant und Lady-Style. Sie machen viel mit Händen, aber auch mal viel mit Füßen. Und natürlich auch, dass es Boygroups und Girlgroups gibt. Die geben dir dann immer eine Choreo vor. Zum Beispiel, die machen das meistens schon in ihren Musikvideos. Mhm. Und wir als sozusagen Fans lernen wir denen nach. Mhm. Und dann tanzen wir sie auch. Welche Tanzstile tanzt ihr? Schreibt es uns in die Kommentare. Ich habe es noch nie ausprobiert. Ich freue mich heute, dass du mir was beibringst. Ja, ich mich auch. Ich kann dir mal dein Video zeigen. Ja, ich bin gespannt. Du hast es vorbereitet. Genau. Ich habe aber auf jeden Fall verstanden, was du meinst mit verschiedenen Stilrichtungen, weil ich glaube, da sind auch ganz viele verschiedene Tanzstile mit integriert. Mm. K-Pop ist ja so eine Mischung aus allem, würde ich sagen, ja. Genau, wir gucken uns jetzt nochmal das Dance-Practice-Video an. Das heißt, zu jedem Musikvideo gibt es dann eine fertig gemachte Choreo von den Bands und dann gibt es ein Dance-Practice-Video, wo dann nochmal Tänzer erklären, wie man diesen Tanz macht, oder sind das die Bands selber? Das sind die Bands selber. Das ist cool. Okay, jetzt gucken wir uns das nochmal an. Okay, dann fangen wir mal an. Genau. Frau Lehrerin, erklären Sie es mir. Okay, als erstes machen wir so Baby. Na, warte. Baby. Okay. Genau, man macht so, Alter, dann macht man so din, din. Also mit den Händen kannst du einfach so dim, dim. Das Hauptsache, Gelenk habe ich nicht. Warte. Genau, Hauptsache dein Fuß geht rein. Baby, how do I look? Also, was mache ich? Ich gehe in die Hocke und strecke es dann sozusagen wieder nach oben. Und dann, wenn sie look singt, dann machen wir dim. Dann stehen wir auf, also sind wir wieder gerade und machen look. Look at me, sowas wie so, okay? Look. Dann nochmal. Dim, dim,
Stirn. Zweimal Look. Genau, zweimal Look. Und dann, das ist jetzt ein bisschen tricky, aber das schaffst du. Du machst so ein Kreuz. Du musst das dann gleichzeitig machen. Okay, nochmal. Also, Füße auseinander. Look. Look. Und dann nach rechts, links, rechts. Das ist ein Gefühl, das macht man so. Also, ich zeig dir jetzt mal den Move. Du machst so, so, so. Genau, ja. Ja, genau so. Und dann kommt wieder das Gleiche. Und dann kommt die Verbeugung schon. Da musst du die Arme kurbeln. Und währenddessen gehst du mit deinem rechten Fuß hinter deinen linken und machst dann sozusagen eine Verbeugung. Okay, gerne nochmal mit Musik. Ja. Boah, das hat richtig viel Spaß gemacht. Ich habe direkt Lust, mir irgendwelche Tutorials anzugucken und den nächsten Tanz zu lernen. Kann man das eigentlich machen? Also einfach Tutorial angucken und dann lernen? Oder wäre es schon hilfreich, in so eine wirkliche Tanzschule zu gehen wie du jetzt? Also für den Anfang gibt es unendlich viele Videos, die dir den Tanz genauso beibringen, wie er ein Original ist, und das dann einfach zu Hause nachzulernen. Mhm. Natürlich ist es schöner, in einer Gruppe zu tanzen, wenn man natürlich dieses Teamgefühl hat. Wie hast du eigentlich angefangen zu tanzen? Also ich habe tatsächlich angefangen, einfach so vor Familien und Freunden zu performen. Daraus wurde dann irgendwann mal eine Leidenschaft und dann habe ich gesagt, okay, ich muss jetzt irgendwie in einer Gruppe tanzen oder ich muss es einfach professionell weitermachen. Und dann auf einmal, vor einem Jahr, gab es dann den Kurs, der hieß K-Pop. Also, du hast auch ganz viele verschiedene Musikrichtungen durchgemacht. Hast du da so ein Favorite jetzt? Also mein Favorite ist tatsächlich jetzt K-Pop geworden. Ja? Weil einfach, es ist auch einfach so, dass wenn man es hört, dann denkt man sofort an die Choreo und das ist dann einfach ein Glücksgefühl. Mhm. Und gibt es dann auch irgendwelche K-Pop-Sänger, die du jetzt so feierst? Warst du schon auf einem Konzert oder so? Auf einem Konzert war ich tatsächlich noch nicht, aber ich feiere so Girlgroups, Blackpink, ja. Mhm. Gibt es da auch irgendwie ein Favorite von dir, irgendeine Favorite-Sängerin? Lisa. Lisa? Ja. Auch ein Favorite-Song? Mein allererster K-Pop-Song war tatsächlich Money von Lisa. Mhm. Und da, das hat, ich glaube, das war der Song, wo alles angefangen hat. So, jetzt sind wir mit der ganzen Gang. Du hast ja schon gesagt, K-Pop ist ein Gruppengefühl. Also das ist nicht unsere ganze Gruppe. Wir sind über 25. Ich habe aber einen Teil für euch mitgebracht, damit wir einmal gucken können, wie wir tanzen und so. Eure Outfits? K-Pop-mäßig. Wir machen jetzt eine K-Pop Random Dance Challenge. Oh mein Gott. Die Mädels kennen das schon. Das ist so eine kleine Dance-Challenge. Dann kommen random K-Pop-Songs und die müssen dann die perfekte Choreo passend zum perfekten Moment abliefern. Schaffen wir. Okay, dann. 3, 2, 1. Ihr habt das richtig gut gemacht. Danke. Du bist die Trainerin, Annelena. Ja, genau. Wie ist das denn so? Ja, also es macht auf jeden Fall immer Spaß. Jetzt haben wir hier unsere kleine Community sozusagen aufgebaut und damit wollen wir jetzt halt auch ein bisschen was auf die Beine stellen und deswegen streben wir jetzt den Contest an. Dabei geht es mir auch nicht darum, dass jetzt irgendwer sagt, wir müssen unbedingt den ersten Platz oder so machen. Mhm. Mir geht es darum, auf der Bühne zu stehen, die Zeit auf der Bühne zusammen als Team zu genießen und einfach den Moment mitzunehmen. Sei ehrlich, wie aufgeregt bist du? Sehr. Also, ja. Aber das schaffen wir schon. Seid ihr alle nervös? Ja. Ich will jetzt eure Choreo sehen. Okay. Seid ihr ready? Ja, wir sind ready. Thank you.
ich drücke euch ganz, ganz fest die Daumen. Danke, dass ich dich heute begleiten durfte. Dankeschön auch. K-Pop ist so, so ein cooler Tanz. Wirklich. Leute, bleibt dran. Das war's zwar von mir, aber jetzt kriegt ihr den Vlog vom coolen, coolen Wettbewerbstag. Hallo, wir sind Spongebob! Und heute ist unser großer Auftritt! Ja! Hast du Lust auf noch mehr nice Hobbys? Dann klick doch mal hier oder hier. Und wenn du selber ein richtig cooles Hobby hast, dann schreib uns auf kikalife.de.